So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Test, Folge My Test. Und wir gehen mal kurz als Walker rein. Um mal die Gleisanlage ein bisschen zu protecten. So, und vor allen Dingen erstmal zu gucken, was das da mit Toadis Gebiet auf sich hat. Ich bin mir übrigens nicht so sicher, er meinte, glaube ich, letztens, das soll wohl Teddy heißen. Wer weiß. Genau, hier ist alles relativ, wow. Relativ easy peasy. So, und hier wird es spannend. Oh ja. Wir gehen genau durch den Tunnel durch. Oh Gott. Oh, das ist nicht gut. Ja, wir gehen genau durch den Tunnel durch. Gut, gut, gut. Ist machbar. Ja. Wir müssen dann nur, sobald wir merken, dass wir hier drauf zukommen. Ja, müssen wir hier ein bisschen hoch oder dahinter wieder ein bisschen runter. Wobei dahinter wieder runter gehen müssen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen halt nur hier auf jeden Fall hoch. Am besten gehen wir gleich hier hoch. Ich zeichne das mal eben an. Ronny, du cheatest. Du nutzt den Admin-Account mit Admin-Tools. So, müsste schon reichen, ne? Zwei hoch müsste schon reichen. Ja, sieht gut aus. Genau. Eins weiter runter wäre zu wenig. Genau, der Block, die Reihe hier muss bleiben. Das heißt, die drei da drüber, das hier ist die Reihe, die wir abbauen können. Sehr clever. Okay, dann ist das schon mal die Höhe, auf die wir rauf müssen. So, dann muss ich jetzt nur einmal gucken, dass wir einmal das gesamte Gebiet hier absichern. Zum einen, damit keiner unser Tunnel hier zerstört. Machen wir mal einmal runter, einmal ein bisschen mehr runter, hier ungefähr so. So. Können wir auch gleich ein bisschen breiter machen hier. So. Eins. Hey, nicht. So. Weg. So. Und dann einmal irgendwie so. Position 2. Das ist dann 420 minus 2. Oder jetzt will ich das vor allem diese 420, damit wir da nicht abweichen. Ich frage, wie weit eigentlich? Darum ist auf jeden Fall schon mal dieses grüne Gebiet. Das war so gar nicht so verkehrt. Warte mal kurz. Nein, wo bin ich jetzt? Da bin ich. Wir hatten 225 haben wir ja, ne? Das heißt, wenn wir jetzt bei 420 sind, ungefähr so, 200, ja, dann haben wir auf jeden Fall mehr als 800 Blöcke. Müsste also funktionieren, wenn wir jetzt hier so setzen. Protect Interstate.
Date. Und Ad Owner 190 Chronix Interstate. So. Voila. Genau, hier hinten ist schon ein schönes gelbe Gebiet und das wollte ich, glaube ich, das ist schon hinter dem, was von mir protected war. Wobei ist hier alles schon hinter dem, was protected war. Das ist ja hier sogar Avatars Gebiet. Dann müsste ja mein Gebiet irgendwo hier beginnen, ne? Oder auch nicht. Hier müsste es. Ja, genau. Hier ist das Naturschutzgebiet. Greenlands. Oder Greenland. Genau. Und hier müsste dann irgendwo auch der wunderbare kleine Scheißer sein. Hier ist er ja. Aha. Der ist bei 590 sogar. Dann können wir eigentlich nochmal das Gebiet mit 590 neu setzen. Wir gehen auf 600. Und auf 420. So. 420 minus 2. Und dann 600. So, erstmal remove area 190 und 191, dann machen wir jetzt hier area position 2, protecten das und geben Ronix Zugriff drauf. Voila, geil. Geht halt trotzdem quer hier durch das Gebiet von Avatar. Der Typ, der sich auf dem Server ja unbedingt verspielen musste. So ein geiler Dude, hat eine so krasse Anlage. Na gut, also wie krass die wirklich ist, weiß ich gar nicht. Aber dazu ist ja schon eine ordentliche Anlage gebaut. Aber dann musste er irgendwie anfangen, komische Sachen zu erzählen. Und zwar komische Sachen im Sinne von... Ja, Sachen, die halt laut deutschem Recht verboten sind. Und dementsprechend musste er gebannt werden. Dumm gelaufen. Man sollte auch im Internet darauf aufpassen, keine Scheiße zu labern. Denn Meinungsfreiheit heißt nicht, dass du sagen kannst, was du willst. Das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. So, dann gehen wir mal raus. Und gehen wieder als Ronix rein. Und dann können wir unsere Tunnel weiterbauen. Yeah. Aber ich habe hier also tatsächlich eine Delle drin. Welche ist die richtige Richtung? Das müsste die Richtung sein, die wir gehabt haben. Zum Tunnel hin. Ja. Backpack. So. Interstate. Wobei, jetzt wo ich das so lese, weiß ich gar nicht, wird Interstate mit E geschrieben oder ohne E? Interstate. Doch. Wird mit E geschrieben. Sonst wäre es ja Stat, also in der Stat. Also State ist ja, macht eigentlich auch keinen Sinn, aber Stat macht halt noch weniger Sinn. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Geht er doch drei hoch. Okay.
Na gut, dann ist das so. So. Die Frage ist, ich mache hier noch eine Reihe weg. Sieht so was. Ach komm, ich mache noch eine Reihe weg. Sonst stößt man sich ja hier noch den Kopf. Wer will denn sowas? Ja, so sieht es besser aus. So sieht es auf jeden Fall besser aus. So, na dann. Ach ja, ich wollte ja mein Dickes da aufladen. So viele Probleme. Gut, jetzt können wir schön, immer schön hin und her gondeln. Ah, vielleicht sollte ich doch noch ein paar Fackeln platzieren. Das ist doch schon sehr dunkel. Ist das nicht cool, einfach mit der einfach so rumtrollern zu können? That's the dream, Motherfucker. The dream. So, Schritt Number One, Werkzeuge aufladen. So, by the way, kann ich da auch gleich mal dich aufladen. So, Schritt Nummer Zwei, was essen. Das war jetzt einmal zu viel. So, und dann kann ich eigentlich auch gleich, wenn wir schon mal hier sind, auch hier die Steine reinschmeißen. Sehr geil. Und wie sieht's hier aus? Alles gut? Oh, schon wieder 11. Sehr geil. Super geil. So. Ach so, das ist ewig. Gleise. Na genau, 200 haben wir noch. Und das müsste ja dann für den Linksabzweig dann gedacht sein. Das heißt, so viel müssen wir gar nicht mehr machen. So, was schmeiße ich mal hier? Weg. Weg, weg. So, Holz kommt bei Holz. Und der Rest ist ein kleiner Ratsch. Aber nicht wirklich. Kommt eh noch was dazu. Boah, schnell auf! Da! Da dauert er hier, ey. Dort ist ja slim. Ach, ich finde es so schön, dass der Atomreaktor endlich läuft. Und auch endlich mal Strom produziert und dass diese Anlagen überhaupt nicht funktionieren, weil die irgendwelche Scheiße anzeigen. Ah, Flucht der Kacke. Aber jetzt zeigt er ja was Gutes an. Der hier scheint endlich mal zu funktionieren. Sehr geil. Problem ist natürlich, wie gesagt, bei den Trafos, ganz klar. Hatten wir auch schon hier bei dem gehabt. Dass die Trafos halt wirklich, anders als echte Trafos, einfach dauerhaft gleich viel Strom ziehen. Das heißt, selbst wenn hier bei der Anlage nichts gezogen wird, ziehen die trotzdem halt das, was sie, auf was sie eingestellt sind. Das wäre halt bei echten Trafos definitiv nicht so. Macht zwar hier natürlich das Programmieren schön leicht, klar. Wobei so viel leichter wäre das nicht. Alles, was du.
Ah, doch, wäre schon aufwendig, das Lasterpendel zu programmieren. Wäre schon aufwendig, auf jeden Fall. So kannst du das Ganze definitiv einfach implementieren, weil so hast du halt wirklich, die haben halt eine feste Leistung, das ist halt diese 10.000, davon gehen 10% verloren, das heißt, es sind 9.000, und diese stellen sie halt einfach zur Verfügung. So, damit weiß er, der genau, wie viel es zur Verfügung hat, und zwar 9.000 pro Trafo, und kann dann damit weiterarbeiten. Sprich also das auf die Verbraucher aufteilen. Wenn der jetzt erstmal gucken müsste, okay, wie viel verbrauchen die Verbraucher überhaupt gerade, dann müsste er gucken, okay, das heißt, wie stark würden jetzt die Trafos alle belastet werden? Dann würde er sagen, okay, alle Trafos hätten zusammen eine Gesamtleistung von so und so viel. Das, was ich davon brauche, sind 50%. Also lasse ich alle Trafos zu 50% aus. Das würde bedeuten, dass die von ihren 10.000 Kilo EUs nur 5.000 brauchen alle. Problem dabei ist, dann hast du aber dort ein variables System. Jetzt ist aber die Frage, wenn du eine Variable hast, ist ja alles schön und gut. Aber du hast ja bereits eine Variable. Und zwar die Batterien. Das, was die zur Verfügung stellen, ist ja auch variabel, ne? Je mehr Strom gebraucht wird durch die Anlagen, desto weniger können die ziehen. Ich meine, auch da könntest du natürlich so machen, ne? Das heißt, wenn die hier alles ziehen, das, was sie halt brauchen, und hier noch Reserve ist, dann versuchen die Batterien, diese Reserve zu nutzen, um sich selbst aufzuladen. Und wenn dann immer noch Reserve übrig ist, dann kann diese Reserve genutzt werden, um die Transformatoren runterzudrosseln. Das heißt, auch das wäre natürlich alles machbar, programmiertechnisch. Aber es wäre halt ein erheblicher Mehraufwand. Und von daher kann ich natürlich schon verstehen, warum man sich da relativ einfach gemacht hat und gesagt hat, nee, die Dinger liefern einfach einen festen Strom oder eine feste Leistung, I don't know. Ja, in dem Moment hat man dann halt hier einfach immer einen festen Strom anliegen und die Dinger laufen dann halt einfach mal zu 100%, so wie sie eingestellt sind. Ja. Nee, weil ansonsten könnte man nämlich wirklich sagen, wenn die Dinger nämlich nicht immer zu 100% laufen, dann könnte man wirklich nämlich einfach hier noch ein paar HV-Batterien ranklatschen. Und wenn man dann mal doch richtig Power braucht, ne? Weil könnte man zum Beispiel sagen, okay, ne, ich habe jetzt hier 10 Stück dran, ne, aber ich könnte dann doch einfach 20 Stück ran machen. Und wenn dann immer so ein bisschen gebraucht wird, ne, dann sind die halt nicht ganz ausgelastet. Und wenn die dann halt mal doch sehr viel Strom liefern müssen, weil wir halt mehr als 100.000 verbrauchen, oder vielmehr mehr als 90.000, dann ziehen die halt mehr als 100.000. Kein Problem, es sind ja mehr Trafos da. Und dann wird halt der Reaktor verwendet und das, was in den HV-Batterien gespeichert ist, als Puffer. Das heißt, dann könnte man bei dem HV-Stromkreis auch wieder mit Puffern arbeiten. Ja. Technik ist schon wunderbar. So, du kommst nach da. Du da. Du nach da. Bäh. I don't know. Weg da. So. Na dann, offene Tunnel. Oh, halt. Wir haben bloß noch vier Fackeln. Das ist nicht sehr viel. So. Ach ja, wir haben ja gar keine Kohle mehr. Soll das mal reichen? Jetzt haben wir immer noch 6 übrig. Ah, komm. Geschenkt. So. Ganz am Ende müssen wir noch einen Dunkelspot haben.
Kann ich da auch gleich mal noch eine Fackel ranklatschen? Und hier ist der Dunkelspot. Oh, vorne ist noch einer. Oh, beide geht eigentlich. Egal. So. Na dann. Hoffen wir mal, dass wir über den Tunnel drüber bauen. Hier brauchen wir jetzt bloß noch darauf achten, dass wir sobald unten dass die Area aufhört, können wir dann noch aufhören mit dem Buddeln. Aber ich guck mal trotzdem. Erstmal ein bisschen. Ah. Mal ein bisschen Licht machen hier. So, erstmal gucken, wie weit haben wir noch. Oh, immer noch 170 Blöcke, ey. Oh, Alter. Ich hatte ein bisschen schneller mit dem Bohrer. Das dauert ja richtig. Sind wir ja selbst somit noch mit hier mit dem Bohrer sind wir ja noch voll beschäftigt. Vor allem, weil wir auch immer wieder aufladen müssen. Jetzt stell dir mal vor, wie lange wir rauschen würden, wenn wir jetzt hier mit der Spitzhacke arbeiten würden. Das wäre ja krank, wäre das ja. Und schon wieder leer. Ja, das war's. Und die sind doch voll. Ja gut. Das, 4 Knochen. Na komm. Gut. So. So,
müssen wir ja eigentlich nur 170 Schienen übrig haben, naja. Oder auch nicht. Warum haben wir bloß noch 100 Schienen übrig? Warte mal kurz. Ah, ist doch ganz schön dunkel. Oh, da fehlt schon mal eine. Ich sehe ja ganz schön dunkel. Da vorne ist auch wieder ganz schön dunkel. Oh, das ist eine Lücke. Gucken hier. Ja, komm her. So, wenn wir jetzt hier Bing hinsetzen. Haben wir noch 130 Blöcke? Okay, also 130, nicht 170. Aber trotzdem haben wir bloß noch 100 Gleise. Da brauchen wir wohl noch ein paar, Gleise hier. Machen wir nochmal. Das ist ja hier interessant. Na gut. Dann ist eben so. Also müssen wir unsere Bohrer wieder aufladen. Ach, dieses Hin- und Herfahren ist so schön entspannend. Ach, noch nie war es so leicht, Let's Plays zu machen. Einfach einen kleinen Kreis machen, jetzt der Zeit drin rumfahren. 10 Stunden Let's Play. Easy. Ja, also war richtig, dass ich da nur drei Dinge abgebaut habe. Das wäre einfach zu eng gewesen, dieses Backup-Dings da Monster. Naja, vielleicht baue ich da nochmal Decke rein oder so. Voll du, sieht ja doch recht schäbig aus. Aber ist das nicht geil, wie leicht man einfach so einen straighten Tunnel hinbekommt mit diesen Bohrern? Das ist schon krank. Wie gesagt, selbst wenn man so ein Admin am Hammer hätte, bräuchte man halt einfach ewig. Weil ich meine, die Bohrer arbeiten ja auch instant. Ne? Das heißt, dadurch, dass du einfach aufgrund dessen, dass du den Block einzeln abbauen müsstest, die neunfache Anzahl an Blöcke hättest, bräuchtest du trotzdem schon mal die neunfache Zeit. So, der einzige Vorteil ist, du brauchst den Admin, die Admin-Achse wieder aufladen. Ja? Das ist natürlich schon. Kann man sagen, ja. Okay. Vielleicht hat man damit doch mehr Zeit, wenn man das nicht aufladen muss, als wenn man dafür immer nur mit einmal macht. Kann sein. Wer weiß. Können eigentlich andere Spieler das Ding jetzt aufnehmen oder ist der durch meine Area geschützt? Müssen wir mal ausprobieren. Aufladen. Dann will ich das aber zwischen den Folgen machen und mal kurz Folgenpause machen. Kann ich jetzt nämlich auch mal kurz für Tuxiana. Gut, dann soll es mit der Folge gewesen sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.